Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships. So, zur rechten Zeit wieder im Gefecht und jetzt... Ich brenne, geht schneller und kämpft. Okay, wir sind mit Vierern unterwegs, um Pinky hier noch ein bisschen zu unterstützen. Ich habe sogar getroffen und 2600 Schaden gemacht. Und was ich wurde vorhin schon gerammt von so einem Astloch. Genau. Und weil es im oberen Tierbereich Kacke läuft. Genau. Astloch. So, ich habe jetzt ein bisschen Panik, wo hier der DD hängen könnte. Ich fahre jetzt wieder vor, sobald man im Vorwärtsgang drin ist. Weil offen bin ich durch Flugzeug. Ich auch, ein Flugzeug. Deswegen hat er mir einen Ort verbraten können. Ich bleib lieber ein bisschen beim Speckbär. Ne, ich lasse hier die Phönix ein bisschen vorfahren. Der fährt ja Gott sei Dank dahin, wo ich vermute, dass eventuell der blöde DD hängt. Ich bin unsichtbar. Leiser. Ich hab den DD gefunden. Achtung, hinter dem Berg. Ich hab ne Phönix vor mir. Jetzt kann da ich kommt. Nicht schießen. Ich auch nicht. Ich bin hier drauf, sie will dann verballern. Alles daneben gehauen. Bruder ist hin. Komm schon. Unsere Phönix ist raus, oder? Jawohl. Kabumm. Phönix hat aber auch die Torps gesetzt. Gott sei Dank. Bumm. Wusstest du das schon vorher, dass der DD kam, oder? Ich hab vermutet. Vermutung ist, ja. Oh, schon wieder mein Ruder. Und ich habe noch nicht die letzte Anstrengung hier drauf. Ich fahre jetzt im Kreis. Hm. Ach, von rechts ballern sie auch auf mich. Pass auf, Pinky, da rechts kommt eine Kaiser, ne? Ich weiß, ich komme schon. Die kann die Aua machen. Ja, habe ich ja vorhin schon gesehen. Zwei zielen auf mich. Pass auf, die Phönix, die dreht weiter. Wenn die jetzt noch ein Stückchen weiter dreht, dann kriegt's. Aua, Kaiser macht mir Aua. Und jetzt mache ich hier hoffentlich Aua. Nicht richtig. Weiter ballern, Pinky. Baller, baller, baller. Ja. Sehr gut. Ich muss halt nur nach hinten kommen. Wegen der Kaiser auch. Ja, du hast aber gut geballert jetzt. Ich muss gucken, dass ich hier wegkomme. Hör mal, wo ist denn der Rest von unserem Team? Weg. Keine Ahnung. Däumchen drehen oder einen dicken Zeh spielen. Schaffst du die jetzt, Pinky? Warte, wahrscheinlich noch einen Schuss oder so. Ich habe jetzt schon mal auf die Kaiser geballert, ich lasse dir. Noch eine noch Salve, komm. Noch ein. Hier vorne. Ja, jetzt. Wow. Jetzt die Kaiser. Genau, zünd sie an, Pinky. Ja, ich drehe noch ein bisschen ab, wegen ich warte noch ein bisschen ja, zeig, auf dich. Zeig nicht so viel Breitseite, ne? Du stehst komplett Breitseite zu dir. Der kann dir so einen reinracken. Angewinkelt fahren. So hier, oder? Ja, genau. Ah, du hast ihn angezündet? Sehr gut. Ja, habe ich. Ich glaube, oh, zweimal oder so. Ja. Boah, der rackt mir rein mit der Kaiser. Das ist doch nicht feierlich, ey. Ja, die Kaiser zielt wahrscheinlich schon auf mich. Ja, Pinky, fahr langsam. Wenn, hau sogar einen Rückwärtsgang rein. Bleib so, vom, wie du fährst, aber einen Rückwärtsgang rein. Da hier rechnen ist die manchmal nicht. Oh, 170, der nimmt mich richtig. Ich sehe es. Oh. Ja, hat einen Torp gefressen. Kriegst du den Rest raus? Ja. Oh, ist das ein Kack. Gut, dass du rückwärts fährst. Ich habe aber nicht darauf geachtet, dass ich jetzt auf dich zufahre. Mein Ruder ist hin. Soll ich wieder vorwärts fahren? Jetzt kannst du wieder vorwärts, Pinky. Noch zerstört, zwei Kills. Sehr gut, machst du das. Wahrscheinlich durch den Brand auch. Ja, wie viele Punkte hast du? 25.000. Ja, hast du mehr als ich, super. Ich bin bei 11. Ich bin bei 23.
Ich hab einen Lauf! So, jetzt habe ich 35. Feueralarm! Mist. Ist ja besser als meine beste Runde. Mit 32. Ja, ich habe da hinten der Kuma jetzt eine Zita reingehauen. Ja, dann ist ja auch klar. So, jetzt müssen wir zurück zu unserem Cappinky. Los. Schon wieder der Wagner. Sag mal, kriegt das keiner mit, dass da eine Phönix? Ja, doch, da hat schon einer geschrieben. Ich weiß, ich bin schon auf dem Weg zum Cap, dann. Ja. Ja, das waren die Gegner. Vollgas, Pinky, was du kannst. Ich weiß, hab ich schon. Ich kann aber nicht schneller. Ich hab mal Torpster bei denen ins Cap reingeballert. Die Phoenix ist auch schon platt. Ja, sehr gut. Aber da kommt noch mal eine. Hat auch lange genug gedauert. Eine Karlsruhe. So, ich versuche jetzt hier durch die Mitte zu fahren und dann da zwei Knubbels da rauszutorpen. So, Pinky, ich drehe jetzt zu dir hin und fahr dir hinterher. Ich sehe Ultra-Killer. Ah, ich bin entdeckt. Warte, ich mache weg. Okay. Ah, meine Torps gehen aus. Der fährt schneller rückwärts, wie meine Torps vorwärts fahren. Ja, dabei habe ich dich schon ganz hoch gepowert. Mehr geht nicht. Oh, wenn ich jetzt hier meine Yugumo hätte. Ja, hier, die South Carolina ist noch komplett voll. Die war bisher nur hier hinten. Was macht denn da der Flugzeugträger? Macht der? Ah ja, doch, der tut ja was. Von uns der? Mhm. Ich bin gleich wieder bei uns im Cap. Ja, sehr gut. Dann wird da erstmal verteidigt. Ich versuche jetzt nochmal auf die Wyoming da hinten zu schießen, wenn sie hoffentlich... Nee, passt schon nicht mehr. Los, Torps, macht doch mal was Vernünftiges. Trefft mal irgendwas, ihr Kackteile. Ihr seid so teuer. Hallo? Warum kann ich meinen Dingens nicht mitfliegen? Oh, Tortreffer, Tortreffer! Jubel! Ja, mein zweiter. Ja, das ist das nichts mehr Besonderes. Was kannst du nicht? Dein Turbo zünden? Nee, mit Z meinen Mumpeln folgen ging nicht. Hab ihn Brand gesteckt. Schon mein vierter Brand. Na, nee, geht nicht. Oh. Ich kann meinen Mumpeln nicht folgen. Schade, schade, Schokolade. Ja. Habe ich noch aus dem Kindergarten. I kill you. I'ma kill you. Das ist meiner. Geh weg. Noch mal ein Brand gesteckt. Hab schon, das ist meiner. Brenn runter. Los. Oh, wo kommt denn hier dieser Inselfisch her? Der war neu. Ja, glaube ich auch. Der war vorhin noch nicht hier. So, ich komme schon in die Mitte und versuche die Dicken da rauszutorpen. Brenn runter! Bitte! Brenn runter! Ja! Dritter Kill! Ja, jetzt war's schon mal auf, ja. Liebe Scheiße. Ja, der ist untergebrannt. Einer hat noch auf den geballert und dann ist er noch den Rest runtergebrannt. Ich drehe hier meinen fetten japanischen Hintern mal rum. Der eine, der auf den 29.000. Wie viel? 99.000? 29. Ich hab ja voll den Lauf. Guck mal, was der eine da schreibt. Was ein Homo-Junge.
Was ist mit dir denn los? Sei doch froh, dass du endlich mal so einen Lauf hast. Da ist doch die Laune direkt viel besser. Ja. Im niedrigstierigen Bereich können wir im Moment wenigstens was reißen. Ja. Aber schon 3 Kills. Uiuiui. Nein. Geplatzt. Und meine lahmarschigen Torps gehen vorbei. Wofür habe ich denn gerade nochmal 200.000 ausgegeben, damit die schneller werden? Oh, Tortreffer! Kletsch, kletsch, kletsch. Ganze 8.000. Specter, sollen wir doch hier bleiben oder lieber noch mal? Ja, wir bleiben hier, wir verteidigen unser Cap. Okay. Nicht mal Wassereinbruch. Ich muss immer wieder hier so lenken. Da hinten ist eine Kuma. Das ist eine Karlsruhe, die ist, glaube ich, weicher. Ja, aber... 28.000? Wie viel? 28. 29. Ha! 45. Fahrt doch beide zur Hölle. Oh, Dorftreffer. Kletsch, kletsch, kletsch. Ja, mit dem kleinen Kacker, hey, war das. Darf ich auch mal aus dem Cap rausfahren? Klar kannst du raus. Wir wollen nur in der Nähe vom Cap bleiben, um es zu verteidigen. Okay. Endlich ist die Kuma raus. Die South Carolina hat's geschafft. Ah, da ist was zum Ballern. Jo, komm mal her! Genau, gib ihr alles, dann hast du da, lass deinen ersten Kraken frei, los! Komm schon, jetzt komm! Kraken! Geh endlich runter! 4. Kill! Warte, ich schieße dir die Wyoming noch was runter. Ich schieß mit! Ja klar, du so. Wenn du Torps hast, Pinky Torp in seine Richtung. Ja, ich muss noch was lenken. Geh nach rechts, geh nach rechts! Ja, sie gehen vorbei. So, jetzt habe ich ihn dir schön runtergeballert. Ja, ich baller lieber mal. Jetzt ballert die Karlsruhe auf ihn. Los, schieß! Schieß, Pinky! Bin ich schon! Und die Torps, los! Nee, ach, nur noch ballern. Scheiß was auf die Torps. No. Oh. Flugzeugträger ist noch da. Jawohl, Karlsruhe hat ihn angezündet. Deswegen hast du ihn jetzt runtergeballert und er hat... gekriegt. 37.000. 37.000. Und 4 Kills. Ich kann mir gleich vorstellen, dass der Ultrakeller mit seinem einen popligen Kill dann ganz unten steht. He? Ja. Das ist meine beste Runde. Meinst du, mit meinen 28.000 stehe ich unten? Ja. Glaub schon. Oder wenigstens irgendwie. Keine Ahnung. Du pass mal lieber auf, dass du nicht gegen den Kadaver fährst, du Frischchen. Ich weiß, ich kann ja wenigstens lenken. So, was ist jetzt noch der Flugzeugträger? Ja, keine Ahnung. Ja. Unserer soll den mal suchen gehen, damit wir wissen, wo der ist. Mach das schon. Gut. Da ist er. Pinky, Feuer drauf. Sobald du kannst. Ich sehe den noch. Baguette Schneider. Wie nennst du mich? Den Flugzeugträger nenne ich Baguette-Schneider. Kann man damit Baguettes schneiden? Anscheinend. Nee. Ja, wir nehmen eh los, von dem Pinky, Schluss. Vollgas und versuch zu ballern. Dass das noch deiner wird. Dass du deinen Kraken... Aber der muss noch weiter in die Nähe von mir kommen. Ich brauche eine neue Tastatur. Tatsächlich, meine ist auf Englisch. Wieso schreibt ihr denn Hey Pinky? Nee, Kraken vor Pinky. Achso. Oh oh. Von mir hat der Fürst nicht richtig geschrieben. Muss ich nochmal. Und wie man Englisch. Keine Ahnung, den Kraken auf Englisch heißt. Ja, Kraken. Nee, ist wirklich so. Let out the Kraken! Ich muss noch ein bisschen näher. Nee, das ist Release the Kraken. Genau, Release the Kraken. Nein! Oh, so, Pinky, der Rest ist für dich. Dreh weiter nach links ein, Pinky, damit du mit allem Pinky! Sag mal, der mit der Karlsruhe ist aber schon...
Ja, fünfter. Ja, dein erster Kraken, Glückwunsch. Ja. Wir sind ja so stolz auf dich. 5 Kills, das ist den Kraken freigelassen. Das ist eine Auszeichnung. Endlich, ich hab meinen ersten Kraken. Und 5 Brände. Wo stehe ich? Dritter! Ja, und ganz unten da, der Ultrakiller. Oh, ganz unten. Aber unser Flugzeugträger, den kann man loben. Mhm. Der hat sau gut gespielt. Mit so einer Längde auf Platz 1 zu kommen, ist verdammt schwer. Wirklich. Ja, das ist ja mal super. Dein erster Kraken, das ist ja der Hammer. Ja, also liebe Zuschauer, hiermit wart ihr dabei, als Pinky sich ihren ersten Kraken geholt hat. Wir sind ja stolz wie Bolle, ja? Zwei Dinge. Erstens, die Karlsruhe können wir dann ja auch nochmal loben. Und zweitens, wenn ich das richtig sehe, ist die Karlsruhe in Deutsch die englische Verstümmelung sparen können. Ja, auf jeden Fall ist es gelaufen. Pinky hat ihren ersten Kraken. War ein langer Weg bis dahin, aber es ist passiert und wir waren dabei. So, und ja, ich sag mal wieder danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr da wart. Und ja, wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.